Soll ich anfangen? Milch und Nachhaltigkeit, passt das zusammen? Auf jeden Fall, denn die Milchbranche und die Landwirtschaft sind schon richtig fortschrittlich unterwegs. Ich zeige euch heute, wie die Generation Zukunft mit anpackt und neue Wege findet. Hinter mir seht ihr den Hof von Tjaak und seiner Familie, den gibt es fast 150 Jahre. Hi Tjaak. Moin. Erzähl doch mal, wie macht ihr den Hof fit für die Zukunft? Wir digitalisieren alles, wir wollen effizienter werden. Alle Entscheidungen, die wir treffen, machen wir gemeinsam. Ich bin selber die siebte Generation. Nächsten Monat gründe ich mit meinem Vater eine GbR, sodass wir zusammen den Betrieb leiten können. Fakt ist, Kühe stoßen Methan aus. Gibt es Möglichkeiten, wie ihr als Landwirte dagegen wirken könnt? An den Kühen leider können wir nichts dran steuern. Aber dafür dieses ganze Drumherum, was wir an den Kühen machen, sozusagen, anstatt das Kraftfutter zu importieren, bauen wir selber Ackerbohnen an, die wir an die Kühe verfüttern können und sparen uns dadurch die Transportwege. Unser Heißwasser erhitzen wir mit Hackschnitzer. Und für eine gute Durchlüftung im Stall bauen wir im Sommer das Plexiglas auf und so sparen wir uns die Ventilatoren. Mit vier kleinen Stellschrauben sparen wir in Summe ganz viel CO2 ein. Neben euch sind natürlich die Kühe die Stars des Hofs. Wie sorgt ihr dafür, dass es ihnen gut geht? Diesen Laufstall haben wir 2010 gebaut. Im Sommer kommen hinten die Tiere auf die Weide. Das Gitter steht immer offen. Wir sind QM-Milch zertifiziert. Das heißt, dass wir hohe Standards einhalten, hohe Qualität der Milch und Wert auf Tierwohl legen. Eine ganz besondere Bedeutung hat für euch ja das Gras, richtig? Dauergrüne ist ein wichtiger CO2-Speicher, nimmt das CO2 auf und bindet es im Boden. Das Gras mähen wir viermal im Jahr. Der erste Schnitt ist der wichtigste Schnitt. Da steckt die meiste Energie drin. Das war erst der Anfang meiner Hofbesuche. In den nächsten Monaten gebe ich euch weitere Einblicke in die spannende Arbeit auf den Höfen. Also bis zum nächsten Mal bei Let's Do Zukunft. Mhm.